Verzeih und Herr Heintaler, Sie sind heute, behalten Sie mir Platz bitte. Sie sind heute hierher gekommen, um gemäß dem Gesetz die Erklärung abzugeben, die Ehe miteinander eingehen zu wollen. Die gesetzlichen Voraussetzungen für Ihre Verbindung sind ja schon bei der Anmeldung geprüft worden. Und es ist somit meine Pflicht und eine angenehme Aufgabe, Ihre Trauung vorzunehmen. Bevor ich aber zum eigentlichen gesetzlichen Teil Ihrer Eheschließung komme, möchte ich ein paar Worte an Sie richten. Wenn ich aber keine allzu lange Trauungsrede halte, dann sind dafür vor allem zwei Gründe maßgebend. Einerseits glaube ich, dass die standesamtliche Eheschließung vielleicht doch mehr oder weniger einen formellen Verwaltungsakt darstellt. Und der zweite Grund ist mein persönlicher Natur. Ich finde, es wäre unpassend, würde ich Ihnen Belehrungen oder Ratschläge erteilen, wie Sie Ihr künftiges gemeinsames Eheleben einrichten oder gestalten sollen. Denn sicherlich werden Sie selbst am besten wissen oder zumindest ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie Sie diese gemeinsame Aufgabe herangehen wollen. Und ich glaube, Sie werden einander auch schon so gut kennen und Ihre Menschenkenntnis erworben haben, die notwendig ist, um die kleinen Fehler und vielleicht auch Schwächen des Partners, die das alte Tier manchmal ein bisschen belasten, zu tolerieren. Und wenn Sie beide altbewährte Gebote beachten und in erster Linie versuchen, selbst der richtige Partner zu sein, dann mögen Ihre Ja-Worte das begründen, was Sie sich zustande bringen, wenn Sie nicht kaufen. Eine glückliche und harmonische. Darf ich Sie bitten, verehrtes Brautpaar, noch die beiden Trauzeugen sich zu erheben? Schön. So komme ich zum gesetzlich vorgeschriebenen Teil und frage Sie, Herr Hans-Peter Heintaler, ist es Ihr fester Wille und freier Entschluss, mit Ihrer Braut vor die Qingzai und Ehe einzugehen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Gleich erstellen Sie die Frage von Li Qingzai. Ist es auch Ihr fester Wille und freier Entschluss, mit dem Bräutigam Herrn Hans-Peter Heintaler die Ehe einzugehen? So antworten auch Sie mit Ja. Aufgrund Ihrer beiden Ja-Worte, die Sie vor Ihren Trauzeichen und Familie abgegeben haben, spreche ich aus, dass Sie nun rechtmäßig verbundene Eheleute sind. Darf ich Sie bitten, zum äußeren Zeichen Ihrer Verbundenheit einander die Hände zu reichen? Bitte schön.
是伊啊，布鲁门啊，黑粉，好的黑粉。蔡小姐，麻烦你会给他给一下。Wo kommt das vor? Lachen. Karin, du warst bereits die Letzte. Na, nur mal drücken. Nur mal abdrücken. Rechts, ja. Nimmst du weiter auf. Ehrlich? Na, da wogelt die. Ja. Gar keine Musik, was? Mante, oder? Ja, bitte. Wo sind Sie? Ja.